Oldtimer, Maschinenfunk und wir schalten wieder ein. Das ist die Radioshow. Das ist die Radioshow. Well, das ist die Radioshow. Und ihr seid wieder dabei. Es ist Radiozeit. Hier ist Maschinenfunk, das Online-Radio der Heldmaschine gegen den Corona-Blues Part 2. Ja, meine Damen und Herren, was soll ich sagen? Schön, dass ihr wieder dabei seid. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Das ist die zweite Staffel Maschinenfunk. Ich freue mich, dass ihr wieder so zahlreich im Chat dabei seid, meine Lieben. Und was soll ich sagen, wie kann man den Sonntagabend am besten starten mit ein bisschen fetter Mucke um die Ohren? Ich habe für euch eine Neuentdeckung meinerseits mitgebracht. Das ist die Band Groove Venom. Und die sind mit unseren Freunden von der Unzucht demnächst auf Tournee, so Corona will. Und ich habe mir für euch den Song Defekt rausgesucht. Viel Spaß!
Groove Venom, meine Lieben. Ja, es ist Sonntag, Leute, und wer uns ein bisschen verfolgt hat und wer uns ein bisschen kennt, der weiß, dass wir an einem Sonntag eine ganz besondere Tradition haben. Wir huldigen nämlich dem R. Ganz genau. Und was darf an einem Sonntagabend nicht fehlen, Leute? Ganz genau, das R zum Sonntag. Bitteschön. Hey Bert, du Bert. Was? Kannst du vielleicht mal einen Augenblick herkommen? Was ist denn los? Ich füttere gerade meine Tauben. Ja, aber ich will dir nur mal schnell einen großen Zaubertrick zeigen. Hältst du das für wichtiger als Tauben füttern? Nur einen kleinen Moment, Bert. Meinetwegen. Gut, dann sieh mal hierher, Bert. Und sag mir, welcher Buchstabe das hier ist. Das ist der Buchstabe P, der große Buchstabe P. Klar, Ernie? Ja, genau, das ist wirklich der große Buchstabe P. Das war's dann, aber ja? Ich habe hier in meiner Hand einen Zauberstab. Möchtest du vielleicht diesen Zauberstab untersuchen, bevor ich damit zaubere? Nein, will ich nicht. Na schön, dann werde ich diesen Zauberstab jetzt mal nehmen und den großen Buchstaben P damit in den großen Buchstaben R verwandeln. Musst du so schreien? Das ist beim Zaubern nur meine persönliche Note. Also, nun mach schon los. Gut, ich fang an, Bernd. Es geht los. Hokus Pokus Dominikus, mach mit diesem P jetzt Schluss. Darf ich meinen Augenblick weg? Meine Moment, Tauben, es ist gleich passiert, meine Bert. Meine Tauben werden verhungern. Ich hab sofort. Augenblick. Ah. Jawohl, geschafft. Trara. Fertig, Bert. Du kannst dich jetzt umdrehen und mal gucken. Na, endlich. Ernie. Mhm. Ernie, du hast es ja geschafft. Noch vor einer Sekunde war das der Buchstabe P, der große Buchstabe P. Und jetzt hast du ihn verzaubert und in den großen Buchstaben R verwandelt. Stimmt genau, Bert. Ist es der Buchstabe vollkommen R? Überwältigt bin ich. Ich kann überhaupt nicht verstehen, wie du das bloß gemacht hast. Na, mit meinem Zauberstab. Toll! Wo ist dein Zauberstab denn? Weshalb soll ich es lassen? Ich sehe das nicht ein. Wir sprechen eine Sprache und ein R gehört da rein. Du musst dich nicht ärgern, wenn du das R nicht liebst. Dann musst du auch nicht suchen nach der Lade, in die du uns schiebst. Ich rolle das R, weil es mir gefällt. Und wenn das R mal rollt, dann rollt es um die ganze Welt. Ich rolle das R, weil es mir gefällt. Und wenn das R mal rollt, dann rollt es um die ganze Welt. Ich hatte mal ein Mädchen, das rollte das R. Denn es war so kalt Oberwesterwald. Ja, mit dem rollenden R fängt mein Name an. Ich bin damit geboren, mach mich bloß nicht an. Das R muss rollen und du bist jetzt still, weil ich sonst noch das S rollen will. Ich rolle das R, weil es mir gefällt. Und wenn das R mal rollt, dann rollt es um die ganze Welt. Ich roll das R, weil es mir gefällt. Und wenn das R mal rollt, dann rollt es um die ganze Welt. Ich roll das R. Ich roll das R. Ich roll das R. Euer Corona-Langeweile-Vernichtungsmechanikermeister Dr. Dirk ist wieder am Start, meine Damen und Herren. Ich bin zurück und was soll ich sagen? Ich darf diesen Titel ab sofort offiziell tragen, denn ich habe ein Diplom bekommen.
Ja, meine Damen und Herren, das ist mein Doktortitel. Ab sofort darf ich mich offiziell Corona-Langeweile-Vernichtungsmechanikermeister Dr. Dirk nennen, meine Damen und Herren. Verliehen wurde das Ganze von der Akademie der Heldmaschinisten. Es ist also jetzt offiziell, ich bin Doktor und was soll ich sagen? Die Akademie der Heldmaschinisten verleiht Dirk Oechse den Titel Doktor ehrenhalber in Anerkennung seiner Leistungen und er nennt ihn hiermit zum Corona-Langeweile-Vernichtungsmechanikermeister Dr. Dirk. Unterzeichnet wurde das Ganze, meine Damen und Herren, von Dr. Chris Rollt, das er, Dr. Roach Kitty, meine Damen und Herren, Dr. Bloody ist mit am Start, Dr. Anja Luna, Dr. Terrorkrümel und Dr. Nine Tampopo. Meine Lieben, vielen Dank für diese Ehrenurkunde. Ich werde sie auf jeden Fall in Ehren halten und immer unter meinem Kopfkissen haben ab sofort, ja. Sehr, sehr schön. Vielen Dank. So, und jetzt gibt es ein bisschen Musik auf die Ohren. Wir werden ein bisschen elektronischer und ich habe mir für euch heute die Band Chrome ausgesucht und die spielt, oder ich spiele, das muss ich jetzt immer ablesen hier, aus dem Album Peak and Decay die Nummer The Start of Something New. Bitteschön. Let you know.
Ihr hört Maschinenfunk, das Online-Radio der Heldmaschine gegen den Corona-Blues, Staffel 2, meine Damen und Herren. Und das war gerade Chrome für euch. Ja, vor genau 9 Jahren, da brannten ja in Fukushima die Atomkraftwerke. Ihr könnt euch dran erinnern. Und genau zu der Zeit haben wir unseren ersten Song geschrieben und genau über diese Situation. Der ein oder andere wird sich daran vielleicht noch erinnern. Wer ist Fan der ersten Stunde? Wo sind die Fans der ersten Stunde? Na, seid ihr am Start? Welcher Song war's? Ganz genau. Radioaktiv, meine Lieben. Und ich habe mir heute eine ganz besondere Version für euch ausgesucht, nämlich Radioaktiv in der Remix-Fassung von unseren Freunden von SITD. Hier ist Radioaktiv. Bitteschön. We'll be right back.
Radioaktiv, meine Lieben, in der Remix-Fassung von SITD. Wer von euch war eigentlich am Samstag bei unserer Teleshopping-Show dabei? Wer die noch nicht gesehen hat, checkt die mal aus bei YouTube. Und da haben wir diesen tollen Kalender vorgestellt, ihr erinnert euch. Er hat übrigens immer noch keine einzige Kratzer, meine Damen und Herren. Und den gibt es ab sofort mit diesem wunderschönen Hoodie hier bei unserem Merch-Laden MAM. Ganz genau, Metal Addicted Mail Order, meine Lieben. Da gibt es den Kalender und da gibt es natürlich auch diesen schicken Hoodie hier und eine schicke Maske. Braucht man ja heutzutage. Oder braucht man ja immer noch, muss man ja fairerweise sagen. Dieser Corona-Scheiß, der will ja irgendwie nicht aufhören, ne? So, ich komme zu ein bisschen Musik. Eine Band, die ein bisschen ruhigere Klänge für euch anstimmt. Hier ist Trees of Eternity. Bitteschön. Thank you.
Maschinenfunk, das Online-Radio der Heldmaschine gegen den Corona-Blues, Staffel 2. Ja, wer von euch war eigentlich am 8. Oktober im Zirkus Probst? Da durften wir nämlich ein Konzert spielen. Und das war eins der einzigsten Konzerte, die wir in diesem Jahr spielen durften, mal abgesehen von der abgebrochenen Tour im Frühjahr. Die Jungs von Kulturtempel Oberhausen haben das ganze Ding auf die Beine gestellt mit einem sehr, sehr geilen Konzept. Und da haben wir auf jeden Fall spielen dürfen. War ein sehr, sehr besonderes Ambiente, fand ich. Und einen kleinen Auszug daraus habe ich euch mal mitgebracht. Den zeige ich euch jetzt. Bitteschön. Was meint ihr, Leute? Seid ihr heute Abend dabei? Seid ihr am Start? Sind sie, glaube ich. Wie sieht denn das mit dir aus? Kommst du heute auch? Maschinenfunk ist am Start und wir sind ready to go quasi. Das Beste haben wir gerade verpasst hier, mein Soundcheck. Den Soundcheck von der Gitarre. Erzähl mal, es geht ab. Soundcheck. Geht ab, geht okay. Nicht ab, weil wir keinen Strom haben. Wir haben keinen Strom. Was? Hast du was gesagt? Nee. Ja, und bei diesem Konzert war ein junges Mädchen, die war vielleicht 10 oder 11 Jahre und die hat während dem Konzert ein Bild für uns gemalt und das wollte ich euch nicht vorenthalten und euch mal zeigen. Das ist dieses hier. Genau. Total cool fand ich das. Die kam dann nach dem Konzert und hat mir das in die Hand gedrückt. Fand ich total süß. Und also, falls du das siehst, du siehst, wir halten das alles in Ehren und das kriegt auf jeden Fall einen Ehrenplatz bei uns im Studio. Vielen Dank nochmal für das Foto. Ja, meine Lieben, wir feiern übrigens Jubiläum. Und zwar 5-jähriges Jubiläum. Genau vor 5 Jahren kam nämlich unser Album Lügen auf den Markt. Und es gab aus diesem Album 2 Single-Auskopplungen. Eine davon habe ich für euch jetzt am Start, aber in einer ganz besonderen Version, nämlich in einer Remix-Version. Das ist auf unserer EP Collateral erschienen. Hier ist also für euch Collateral in der Jovian Spin Remix-Version. Viel Spaß! Sure.
Kollateral, meine Lieben, in der Remix-Version von Jovian Spin. Ihr hört immer noch Maschinenfunk, das Online-Radio der Heldmaschine. Übrigens, Leute, cool, dass ihr wieder dabei seid. Schön, dass ihr wieder im Chat dabei seid. Und macht auf jeden Fall super Spaß, mit euch zu schnacken mal wieder. Ist ja schon eine Weile her, dass wir die Show hier hatten. Und ist auf jeden Fall schön, wieder hier am Start zu sein für euch. So, jetzt habe ich einen Titel von der Band Blutengel für euch. Und der Song heißt Lucifer. Bitteschön. She's in love with the devil.
Blutengel und Lucifer. Ich komme zu unserem Special Guest für heute, meine Lieben. Die Jungs haben gerade ganz frisch ihr Album rausgebracht. Addicted to Hell heißt das gute Stück und ist produziert von keinem geringeren wie Chris Harms von Lord of the Lost. Und ich bin super froh, dass sie heute hier in der Sendung sind. Meine Damen und Herren, begrüßt mit mir die Band Soulbound. Hey, hier sind Felix und Johnny von Soulbound und ihr hört Maschinenfunk. Wir freuen uns mega, mit euch im nächsten Jahr auf Tour zu sein und unser neues Album Addicted to Hell endlich live präsentieren zu können. Erstmal herzlichen Dank, dass ihr uns einladet, dass wir hier ein Teil eurer Radioshow sein dürfen. Und diejenigen von euch, die uns jetzt vielleicht noch nicht kennen, wir haben jetzt gerade dieses Jahr unser neues Album Addicted to Hell veröffentlicht, was wir zusammen mit Chris Harms produziert haben. Wer uns noch nicht weiterkennt, der checkt einfach mal unsere ganzen Kanäle aus, Facebook, YouTube und so weiter. Und wer persönlich mit uns in Kontakt kommen möchte, der checkt uns aus auf Twitch. Denn da sind wir wirklich gerade sehr aktiv und freuen uns, jeden von euch dort zu begrüßen. Genau, einfach Music Soulbound eingeben bei Twitch und dann freuen wir uns, mit euch ein bisschen zu quatschen und euch ein paar Einblicke hinter die Kulisse zu geben. Viel Spaß mit unserem Song Alive.
Soulbound und Alive, meine Lieben. Übrigens, wer die Jungs jetzt live sehen will, der kommt am besten im März auf die Fadenkreuz-Tour, denn da werden wir die Jungs als Special Guest mit dabei haben. Apropos Fadenkreuz-Tour im März. Eine weitere Band, die mit am Start ist bei dieser Tour, ist die Band Fladin Tears. Und mit den Jungs haben wir ein Gemeinschaftsprojekt ins Leben gerufen. Ihr wisst ja alle, Corona und so, im Moment geht ja nicht viel. Aus dem Grund haben wir uns entschlossen, ey, wir setzen mal ein kleines Zeichen und machen einfach mal einen Lockdown-Song. Hier ist also für euch Fladin Tears, Heldmaschine and Friends mit dem Song The Show Must Go On. What happens?
Ja, meine Lieben, das war Maschinenfunk, das Online-Radio der Heldmaschine gegen den Corona-Blues, Staffel 2. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Geil, dass ihr eingeschaltet habt. Vielen, vielen Dank an unseren Special Guest Soulbound. Schaltet nächste Woche wieder ein, wenn es heißt Maschinenfunk, das Online-Radio der Heldmaschine gegen den Corona-Blues. Bleibt sauber, Leute, und denkt dran, es geht immer irgendwie weiter. Tschüss, bis nächste Woche. Habt eine schöne Woche. Wir sehen uns. Wir verabschieden uns mit der letzten Nummer. Ihr wisst, was kommt. Bei diesem Song würde ich gerne in euch reinspringen. Und zwar mit Kamera, wenn das geht. Okay? Weiter. Komm. Weiter. Weiter. Der Druck ist groß auf seinen Schultern, doch hat die Jagd nicht mal begonnen. Der Waffenknecht ist voll bepackt und stolpernd er versucht zu folgen. Versprechen brechen. Ganz nah am Ende bleibt die Hand. Komm los! Weiter. Und aus dem Nebel schießt der Reiter weiter. Höher, schneller, weiter. Und in das Feuer springt der Reiter weiter. Härter, länger.
Show.